Sexuelle Übergriffe bei der Bundeswehr sind nicht neu. Die Zahl der gemeldeten Vorfälle steigt aber massiv an. Sexuelle Übergriffe gibt es auch bei der Bundeswehr. Symbolbildquelle: Sven Hoppe, Deutsche Presseagentur. In der Bundeswehr werden deutlich mehr Fälle von sexueller Belästigung und Vergewaltigung gemeldet als früher. Insgesamt seien bis Ende September 187 Verdachtsfälle von sexuellen Übergriffen angezeigt worden, nach 128 im Gesamtjahr 2016, schreibt die Bild am Sonntag. Diese reichten von Berührungen bis zu Vergewaltigungen. Das Bundesverteidigungsministerium geht dem Bericht zufolge aber nicht davon aus, dass es viel mehr Fälle als früher gibt, sondern dass nur mehr davon angezeigt werden.